Willkommen zum nächsten, also auch tatsächlich zum letzten Part von Let's Play Mario Kart 64. Wir machen heute den letzten uns fehlenden Cup in 50 CCM. Und um das Ganze ein bisschen präziser zu sagen, ist jetzt der Special Cup, wie wir gleich sehen. Ich glaube, den klassischen Mario haben wir bis jetzt noch gar nicht verwendet. Weshalb wir den heute verwenden, ist meine, ist ja Mario Kart schließlich, bietet es auch an. So, und heute kommt wie gesagt der tolle Special Cup. Mit Dunkungsdschungel, Pyway, Yoshi's Valley, Bunsy, Boardwalk, ach du Heilige, was ist das? Und Rainbow Road, wie sehr ich dir liebe. Aber ja, wir switch directly into it, in den Cup. Immerhin gibt es keine Bowser's Festung. Das heißt, so beklackt kann das so mal nicht sein. So, fangen wir hier auch so directly an. 3, 2, los. Ich erinnere nochmal dran. So, wieso funktioniert denn dieses Training hier auf einmal nicht mehr? Hallo? Mein Training funktioniert halt einfach nicht. Hallo? The fuck? Reagiert hier einfach gerade nicht. Ich meine, ich tue das Ding so weit nach rechts treffen. Ich kann. Links sieht die Konsole. Rechts aber nicht. Hallo? Hallo, jetzt kannst du auch wieder Rest fahren, das ist irgendwie verhakt. Dann ist klar, wir machen nochmal eine neue Runde. Ich hoffe nur, dass das jetzt funktioniert. Also ist halt alles sehr alt hier. Controller, alles sehr alt, weshalb es sein kann, dass das heißt, ja, manchmal ein kleines bisschen klemmt, wie die Factory jetzt halt eben. In der Hoffnung, dass es jetzt wieder funktioniert. Auf ein neues, rein in dieses Race. So. Jetzt backt er hier wieder rum, dieser. Oh geil. Jetzt habe ich meinen Controller gerade geschrottet. Ich habe meinen Controller geschrottet. Ich sag's es mal geschwind. Es ist so ulkig. Und dann heißt es nur ein Controller. Aber wirklich, ich sag's es mal geschwind. Was ist denn das jetzt? Da. Das Stück ist heute mal fest, kann man es halten. Ja, ich bin von der Belichtung des Ultras heiße her und alles herum. Ist auch alles heiß egal, aber schaut mal hier. Hier ist der Controller. Das ist dieser Knüppel, der normalerweise hier so drin ist. Und den habe ich einfach geschafft abzureißen von der Konsole. Also von dem Controller. Geil, ne? Also gehe ich mir jetzt geschwind einen neuen Controller holen. Warte, ich ganz geschwind bin, directly gleich wieder da. So, 5000 Jahre später. Ich habe es tatsächlich geschafft, mir einen neuen Controller zu holen, der auch funktioniert. Frag mich bitte nicht, was mit dem alten los war.
hat halt gemeint, er müsste rummeckern und hat daraufhin seine wohlgereste Todesstrafe erhalten. So, 5 Minuten habe ich ihm rumgeblempert, aber das ist mir Rest, weil das ist lustig und das mag halt auch mal passieren in solchen Parten, dass es halt einfach völlig eskaliert, jetzt halt in dem Fall mit dem Controller. Aber ein drittes Mal, alle gute Dinge sind 3. In der Hoffnung, dass dieses der funktioniert und zwar besser als der erste sogar, glaube ich. So, ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Ich glaube, ich habe den letzten Part ein bisschen schlecht behandelt, den Controller, wenn ihr euch erinnert. Hab ihn gegen die Wand geworfen, auf den Boden geworfen, einmal gegen die Wand geklatscht und auch sehr aggressiv den Steuerungsstick berührt. Also, ja. Bisschen kann ich es auch nachvollziehen, dass der jetzt seine besten Tage hinter sich hat. Sagen wir, aber ich habe das Gefühl, dass der hier einfach auch nur so halbart mitmacht, wie es es möchte. Oder liegt es wirklich an dieser besoffenen Steuerung, auf die ich gerade des Todes nicht klarkomme? Ich habe keine Ahnung. Out. Die komischen Dinger, die quasi aus dem Nix herkommen, wie hier. Manche müssen genau einen ficken. Ah, fuck, da geht's nicht weiter. Fahr doch! Was macht denn mal? Aber erstmal die wegboxen, die 5. sind. Weil, denkt dran, 4. Platz kann ich mir erlauben. Wo geht's denn hier entlang? Da, gut zu wissen. So. Wäre ich letzte Runde jetzt mich so bald noch auf den 3. Platz rauf robben können? Kann ich natürlich nicht immer, ist klar. So, diesmal ist mir vorgenommen, was auch immer passiert. Ich gehe mit diesem Controller verdammt nochmal ein bisschen sorgfältiger um. Ist für uns alle nämlich besser. Upsalala. Das ist das Stelle, wo wir aufpassen müssen. Nein, die fast immer raus. Selbst diesen Kokosnüssen oder was das für eine. Das heißt, er ist nahezu bombardiert. Das ist mies. Diese Kokosnüsse sind mies. Unerwartet und mies. Nein! Mies in der Jahre reinfahren. Das kommen ja die ganzen. Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Hallo, Kokosnüsse ist genug. Ich will er hier weg. Verdammte Axt hier. Ja, Axt, glaube ich einmal. So, Saupiets, was wir nicht kennengelernt zu haben. Aber damit sind diese Abkürzungen hier halt auch so sammlich ausgeschlossen. Weil man wird abgeworfen. Und abgeworfen zu werden, ist verdammt nochmal. Ja, beschissen. Ach ja, und falls ihr das Video irgendwann 2018 seht und euch wundert, weshalb zum Henker die Qualität davon eigentlich gerade so heiß ist. Ich habe es 2016 hoch. Nicht 2016, ganz klar. Wann war das? Ich glaube, jetzt haben wir ja Oktober 2017 aufgenommen. Und vermutlich war die Qualität bis zum Zeitpunkt, wo das ist, haut deutlich besser als das, was ich halt jetzt hier einfach biete. Deshalb nicht rumsimpfen, wenn der Ton manchmal noch nicht so klappt und alles einfach scheiße ist. Es ist nicht mal lange so. Denn das ist eh der letzte Part von dem Projekt. Aber das ist halt so der Nachteil bei voraufgenommenen Projekten. Die sind halt schon ein bisschen alt. Was halt manche Leute tatsächlich abnormal krass stört. Nein! Nicht auf diese Wiese fahren, da wird man abgebombt von fiesen Kokosnussaffen, die einfach nur fies sind und vermutlich keine Kindheit hatten. Was erklären würde, weshalb sie so fies sind. Nein, nicht ins Wasser. Oh Gott! Ja komm, da braucht ja Jahre, um mich da rauszuholen. Wenn ich deshalb das Rennen nochmal fahren muss, sagst du das? Oh lol, ich bin. Oh lol! Lol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 . Das bekomme ich jetzt noch hin. Nämlich diese geile Abkürzung nehmen. Ja, als ob die mich einfach treffen, obwohl ich nicht mal auf der Nähe von diesem Feld bin. So, und evala, subdiwup, Hexer die Hex, bin ich am schon Tritter. Und hab Twitter. Als Tritter. Und dann fahr ich einmal hopp hopp hier hoch. Setz aber nah an. Und werd Tritter und bin. Happy! Aber ich glaube, der Sound ist bei euch echt in der Tat. Bisschen leise, so. Jetzt halt, oder? Also, sagt doch was.
Also entschuldigt, dass der in den ersten Rennen so sehr leise war. Passiert mir wirklich nur selten. So, dann geht's mal weiter mit der nächsten Runde. Yoshi's Valley. Okay, also das ist eine Yoshi-Runde. Hoffentlich ist der Ton jetzt nicht zu laut. Ich habe keinen Peil. Weil auf die dritte Konsole ist es immer so schwer, das passend einzustellen, sodass alle zufrieden sind. Die einen meinen nämlich, der Soundtrack ist so laut, meine Stimme ist so leise, die anderen meinen es nur andersrum. Aber hey, die Strecke kennen wir, ach du Scheiße. Hallo? Nee. Wie wird dann angezeigt, wie viel der Mann ist? What the fuck? Wie wird dann angezeigt, wie viel der Mann ist und was sind das alles für Fragezeichen? Mich tut die Strecke nichts bis auf verwirren. Hier konnte ich einen Typen, der gratis nicht abschießen, ist in der Liste nicht ganz. Genauso wenig schnell, ob ich gerade überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Aber ich glaube, ich bin einer von letzten. Auch wenn mir dieses Track Upsalala so dass er ähnlich erzählt ist, auch noch heutzutage auf der Wii. Nein! Okay, das Rennen werde ich leider nochmal fahren müssen. Obwohl es übel schlecht. Sag mal, wie OP ist denn bitte schon das Ei hier? Bis ich mich aufgerappelt habe, hat es mich wieder überrollt, ey. Alter. Wie beschissen ist denn bitte schon diese Strecke auf der N64? Das bekommen Kollaps, Alter. Die ist ja ätzend. Was haben wir gerade vorhin, die anderen hier sind, ey. Ich bin noch hier hinten. Ich glaube, hier jagt's. Wir haben hier der Glan, die doch brauchen, um eine hochzuholen. Also ich sag's erst voraus, dieses Strecke wird jetzt zu 99% nochmal fahren. Yay! Yeah. Ist das nicht geil? Und irgendwas habe ich das Gefühl, dass der Sonntag jetzt zu laut ist, aber an sowas soll ich mich halt einfach erst nicht auf. Tut mir leid, aber ich muss das ein bisschen leiser stellen. Sonst bin ich mit mir selbst einfach nicht so verdammt! Ich muss natürlich jedes Mal eine Strecke geben, die des Todes ist, die ich brutalsterweise hasse. Und in dem Fall ist das diese sehr schöne Strecke. Die ganzen Kurven. Man einfach nur runterfällt, wenn man irgendwas Heißes zusammenfährt. Und ich sehe es auch nicht ehrlich gesagt, wie ich es das nächste Mal schaffen soll, die Runde zu machen. Weil die einfach total verwirrend ist. Dann wie wird das angezeigt, wie viel da man jeweils ist, zum Beispiel. Weißt du mal, ob man diesen Game tricksen kann, wenn ich jetzt die Startlinie hier durchfahre, rückwärts fahre und nochmal durchfahre, ob ich dann theoretisch schon fertig bin. Also ich meine so, jetzt bin ich in der dritten Runde. Jetzt fahre ich hier so. Dann hier so. Bin ich dann durch. Nö, bin ich nicht. Gut zu wissen. So, ich werde doch eh letzte, das ist so klar. Also brauchen wir es eigentlich null zu beeilen hier. Alter, wirklich, das ist ätzend. Hier wird nicht angezeigt, wie viel der Mann ist. Wie das ganze Zeug generell funktioniert. Ich bin hier überfordert as fuck in dieser Runde. Was hat mich jetzt hier so krass gecrashed? Hier ist doch nichts in der Nähe, aber verrat's keinem. Aber das war eben eine Rakete, wobei ich glaube, die Rakete gab es damals aber noch gar nicht, kann das sein? Oder? Gab es mal gerade ein 64 eine Rakete? Ich weiß es gerade halt bedauernswerterweise einfach am meisten ist.
und dessen blauer Panzer einfach runterfallen kann. Ey, das fiel einfach auf diese Seite. Sowas habe ich auch noch nie erlebt in meinem Leben. Da kommt die letzte Person gerade einfach ins Ziel. Ach, gut, dich an. Ei! Ey, das ist echt krass, wie lange braucht man es wieder aufzurappeln, Alter. Das ist halt alles andere als normal. Und ja, es wird es tatsächlich letzter, aber es wird nicht ausrasten, weil es gibt Schlimmeres. 5 Minuten einfach nur für diese eine Runde. Da seht ihr mal, der Party wird eigentlich so halbe Stunde aufwärts dauern. Jetzt auf einmal wird das Scheiße hier angezeigt, ey. Ich meine, denken die sich, sind cool, wenn die einfach nur so Fragezeichen kacke anzeigen. Nein, Nintendo. Ist halt sowas von uncool. Jetzt kann ich das nochmal machen. Diesmal konzentriere ich mich und ich nehme den rechten Weg. Egal wie falsch es anhört. Ich glaube, es ist einfach wirklich für uns alle besser, wenn ich den rechten Weg nehme. Diesmal hat nicht direkt einen Anstoß verloren und runterfallen. Hatte ich gerade erst einfach Panik, dass ich runterfall. Oh, damit habe ich Donkey Kong ausgenockt. Fuck. Bin ich jetzt hier richtig? Du, ich habe gerade keinen Peil, ob das stimmt. Wir waren schon irgendwas vor mir. Ich sehe es ja da. Ach, da. Da. Hi. Nein. Ey, dieses Spiel ist gerade mit S seine Kontrolle. Wenn man so aus Panik die Kontrolle in irgendeine krasse Richtung rammt, wenn man nicht runterfallen müsste. Gerade bei solchen Pisten wie aus der Piste. Und noch besser war es bei den Wiefermedien, die man dann nutzt. Alben. Verdammt! Mann! Oh, copy all das halt, du Drecksack hier. Ich will nicht wieder den ganzen verfickten Anschluss hier verlieren. Wow. Ich hab doch eh schon den ganzen verfickten Anschluss verloren. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Ich will halt nur Vierter werden. Damit bin ich bei solchen Strecken hier halt einfach so unzufrieden. Ui. Wer will ich doch gar nicht. Dieser Blitz bringt halt einfach jetzt gar nichts, weil man hier nicht fliegen kann und es dementsprechend keine geilen Stellen gibt, wo Leute da wegen meinem Blitz runterfallen, die ich dann auslassen kann. Das ist das Beste, wenn Mario Kart mit Freund, Freundin, whatever spielt und dann kommt ein Blitz vorbei und man kann die dann einfach aufs Übelste auslachen, weil der Blitz sie oder ihn getroffen hat. Das ist immer erfahrungsgemäß sehr witzig. Vor allem, wenn man die Ehre hat, mit einer Freundin zu spielen, ist das tierisch witzig. Da rede ich jetzt wirklich mal aus der verdammte... LOL. Das ist eigene Erfahrung. Aber das war gerade, Alter. Ich lol mir darauf mal richtig ein hier. So. Bin ich jetzt noch richtig? Ja, ich fahr gerade krass und alle überholen mich. Aber tatsächlich bin ich noch richtig. Das ist gut. So. Letzte Runde. Aber wie gesagt, Blitz, merkt euch das, was war jetzt hier gerade los, bringt es halt einfach nur, wenn ihr auch irgendwelche Leute habt, die dann auslachen könnt, weil die runtergefallen sind beim Fliegen. Und wenn ihr Mario Kart habt wie dieses hier, wo das Fliegen halt einfach nur ein bisschen... Nein! Nein! So geht bei solchen Fuck-Aktionen hier. Ach Gott verdammt, ich will nicht wieder letzter werden. Als ob dieser Drecksack mich jetzt in der falschen Richtung da absetzt. Die Hure. Verdammt. Ich weiß gerade nicht. Nein, ob ich auf guten oder schlechten Plätzen bin. Ich kann es halt gerade einfach wirklich sehr einsetzen, aber ich glaube, so schlecht bin ich tatsächlich nicht.
So, da ist ein Typ vor mir. Ob die Masten noch überholen sollten. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich bin als nächstes. Ich bin als nächstes. Vierter. Das war knapp, Alter. Das war vermutlich S-Size knapp hier, ey. Weil Todd war ja direkt hinter mir. Hui. Ich sag mal, 2 Minuten schneller war es in der letzten Runde. Iggy. So, im letzten Mal war ich auch ein Vierter. Nee, Dritter. Okay, weshalb ich auf dem 3. Platz bin, interessant. Oh Gott, die Strecke sieht auch richtig, aber am besten ist die Regenbogenstrecke. Da falle ich jetzt, weil ich wirklich eh jedes Mal runter. Ich prophezei es jetzt schon. So. Upsalala. Eine Möglichkeit, ohne überall runter zu fliegen, wenn es denn geht. Aber es heilt zu gehen. Gott, was machen diese Riesenfische hier, ey. Kommt bei Albträume. Träume ist halt Nacht von Riesen. Oh, Geister auch noch hier, ey. Seht ihr Albträume vorprogrammiert? Träume ist von meines letzten Mario Kart Skills und diesen Riesenfischen, die plötzlich auftauchten und mein Leben vernichteten. Whatever. Alter, in diese halberte. Diese. Ach Gott, da geht's halt lang hier. Alter, diese Pfeile. Die meinen, dass sie einen irgendeinen fucking Weg verraten. In Wahrheit. Wieso? Wieso? Ich knall dich da nicht gegen diese Bande. Ach, geht doch alle weg. Ist mir auch gefallen, dass ich glaube, es gar keinen Zeiger gibt in diesem Mario Kart. Zeiger-Fans würden es sagen: Oh mein Gott, ein Mario Kart ohne Zeiger ist. Dö. Das überlebt ihr aber nicht. Wieso soll ich mir den Teil erholen? Berechtigte Frage. Ich glaube, Zeiger wird erst in Mario Kart 8 eingeführt. Oder gab es auch mal Double Dash? Ach, glaub jetzt nicht. Und im Vita. Ah, verdammt, hier ist Flutze erstmal wieder weg. Wenigstens wird in dieser Strecke wieder angezeigt, wer wie viel da ist. Ich bei der Tullis. Den Gedanken an sich von Nintendo darüber macht das schon Sinn. Der ist geil. Yoshi, Labyrinth. Da verarschen wir mal die Leute und verraten, zu welchem Platz sie sind. Damit die lustige Platzhetzerei beginnt. Naja, ich persönlich halte davon da nicht so viel. Aber das Einzige, was bei dem Mario Kart wirklich krass finde, wenn man gerettet wird und runterfällt und danach gerettet wird, dauert es aufs Übelste lang, bis man als zweitbester Platzmann ist. Man wird hier hingebracht und dann endet es plötzlich so vom 4. auf den 7. Und alles ist einfach nur auf gut Deutsch scheiße. Weil ich muss Vierter werden, weil ich keinen Bock habe, auch irgendwie jetzt hier alle Strecken ein Dutzend Mal so machen. Auch wenn ich hier gerade wieder das Übelste gegen die Bande knall. Versteht mir schon, Leute, und den Soundtrack auch, oder? Hört jetzt nur mich und keinen Soundtrack, weil das ist auch nicht Sinn und Zweck dieser Übung. Verdammt, ich fahr kurz vor Ende runter und mich tierisch abfacken, wenn ich letzte Runde wäre. Da es die letzte Runde ist, fuckt mich das nicht ganz ab. Und noch habe ich eine Runde Zeit, meine gemachten Fehler zu verbessern. Und vielleicht auch mal auf den 3. Platz vorzuranken. Was ja echt halt einfach auch nicht scheiße wäre. Ich glaube, der Soundtrack ist bei uns echt zu leise. Aber, mei, darum kümmere ich mich nicht jetzt. Ja, Mama Mia. Was fährst du auch in Bana? Alter, wirklich, das ist schlimm. Die ganze Zeit runterfallen. Es war nicht so schlimm. Wenn das wenigstens erzählen würde. Aber wenn dann alles dreifach fahren muss und was ist das für eine Scheiße, ey. Wird's halt ein bisschen ätzend. Dann braucht man. Das ist halt so eine Scheiße. Das wird vor allem neu mal Kart halt aufregen. Wenn einfach nur kurz vor dem Schluss einen Fehler machen muss. Oder vom 1. auf den 5. Platz katapultiert wird. Also zumindest in den modernen Teilen, wie Mario Kart 8 und vor allem Mario Kart 8 Deluxe, ja, so Gewohnheit im Prinzip schon geworden ist. Das muss das Recklich sein für die Leute dann, weil ich meine, es ist halt richtig scheiße, wenn die dann kurz vor dem Schluss so abnippeln, so wie ich jetzt hier, weil ich so 90% einfach Fünfter werde. Verdammt! Verdammt! Halleluja, ey. Auch das war mal wieder tierisch knapp hier. Cool.
Und dann haben wir jetzt die letzte der letzten Runden für heute, Teil ist vor uns. Ich bin gespannt. Na gut, wie gesagt, bin ich damit wieder auf dem vierten Platz, also... Nee, auf dem dritten sogar, ja, ist ja lol. Vielleicht bleibe ich sogar auf dem dritten, wäre ganz cool. Ach Gott! Die Rainbow Road, wie sehr ist die Liebe? Also, ja, zum Samen. Und zwar so richtig. Sorry, aber da braucht man einfach lauten, geilen Soundtrack. Ist einfach so. Hilfe. Was ist das mit diesen Ringbogen? Das ist vom Soundtrack her tatsächlich eine von meinen Lieblingsmaps. Vom Sehen bekomme ich Augenkrebs des Todes. Aber vom Soundtrack her, vom Fahren her, das ist eine von Lieblingsstrecken, wo es dementsprechend auch gut sein werde. Aber vom Sehen her, da bekomme ich einen epileptischen Großanfall, ey. Dadurch, glaube ich, dieses etwas hier nicht gesehen. Und auch diese Regenbogen, in die man reinfällt, verwirren alle einfach. Aber es ist halt krass, einfach übelst krass gemacht. Vor allem, dass man ja auch nicht runterfallen kann, meiner Entsinnung nach, ist auch das eine coole Sache, die ist diese Strecke sehr feier. Weil nicht runterfallen ist gleich großer Vorteil pour moi. Und ein großer Vorteil pour moi ist super, super bien. So, ich muss aufpassen, was hier eigentlich gerade zusammenbastel. Wie ich überholen nehme, ist jetzt so einfach mal aus. Das ist erst Runde 1. Shit, wie lang ist die, bitteschön? Wie lang ist der Dreck, bitteschön? Ich sehe es gerade unten auf der Map. Da braucht man ja Jahre für. What the fuck? Nintendo? Geht's euch gut? Normalerweise wären wir jetzt irgendwie schon so bei der dritten Runde. Hier ist einfach erst die erste Runde. Wo ein Easy Going auf einer abgesicherten Balkonzeile herumfährt. Alles klar, ne? Sag mal, was sind diese Dinger mir eigentlich hier so auf den. Ach, verdammt. Also ich glaube, das ist echt die längste Strecke, die es gibt. Natürlich, also das ist ungewöhnlich hier. Das ist die letzte Strecke, aber trotzdem, das ist einfach abnormal komisch lang. Und alles in dieser Map deutet auf Trugen hin. Und er sagt, dass mir gerade leicht lässt. Und ich glaube, das liegt an diesem ganzen Geblinke von dieser Map hier. Selbst alleine ist gleich unter einem epileptischen Anfall wegen dieser Blinke-Blinke-Blinke-Scheiße, yeah. Boah, die ist ja schlimm und vor allem von der Länge hier fährt man hier 1000 Jahre. Und zwar wirklich 1000 Jahre. Ob man hier mal zu einem Schluss kommt, das ist schlimm. Und zwar wirklich schlimm. Ich hätte einen Soundtrack so geil von der Map. Das macht es halt wieder vorteilhaft. Ich glaube, das ist echt die längste Map, die ich jemals eben fahre. Upsalala. Das war natürlich nicht so klug. Ach, das habe ich auch ein Stück. Oh. Also diese Dinger sehe ich halt einfach manchmal nicht,
wenn ich vom Boden so hervorheben. Wir sind einfach immer noch nicht in der Nähe vom Ziel, weil auch wenn wir diese Runde in einigermaßen absehbarer Zeit jetzt beenden, haben wir trotzdem noch eine Runde vor uns und haben jetzt einen 5-Minuten-Gleis auf der Uhr für diese eine Runde. Hä? What the fuck, bin jetzt meine eigene Banane hier reingefahren oder was? So was heißt, weil auf dieser Strecke, wenn man einmal nach hinten verrutscht, kann man nicht überholen. Und ihr könnt es glauben, oder mir könnt ihr glauben. An dieser Strecke die nochmal zu fahren, das ist das Letzte, was sie vorhat. Und will diese Strecke wirklich das erste oder das zweite abschließen, weil ich eigentlich extra gut in dieser Strecke bin, weil ich die richtig gern mag. Und dem ich praktisch nicht als Vierter da so rumkratzen müsste, wie so ein Typ, der da so rumkratzt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach komm, Wario, verpiss dich halt hier mal. Ihr müsst jemand gewinnen. Ich bin auch der Einzige, der sagt, so das heißt, durchzufahren. So. 5 Minuten 42 inzwischen schon auf der Uhr und wir haben noch eine ganze Runde vor uns. Also, wahrscheinlich, ja, 2,50, wer es glaubt. Das war eigentlich so eine 8-Minuten-Runde und jetzt bin ich endgültig auf Drogen. Wenn ich diese eine Stelle, Leute, ey, ich fühle mich gerade so, ob ich irgendwie so eine Party-Droge genommen habe. Ungelogen. Zumindest kommt das Ganze rüber mit dem blinkenden Majos und allen drum und dran. Boah. Über wird mir, also ich weiß ja nicht, es ist wirklich auf Drogen zu stehen, weil ich zum Glück noch nie auf Drogen genommen habe oder auf den Drogen raus stand, darauf auch stolz bin, weil ich möchte wissen, wie viele Leute in meinem Alter schon mindestens einmal Drogen genommen haben. Traurig aber. Und auf jeden Fall, ja, kann ich mir, wenn ich das hier sehe, sehr gut vorstellen, wie sie aussieht. Und denke mir dann nur wieder, ey, Kotz, das ist doch krank. Aber natürlich sieht das nicht genauso aus und das weiß es auch alles, bla bla blub. Aber ich glaube, sag mal, ich bin jetzt zwar volle Kanne aus dem Weg gefahren, aber verrat's keinem. So, jetzt bin ich Dritter, das ist halt nicht gut und ich bin unzufrieden. Aber die Strecke geht eh so lang, da hebel ich mich wieder nach vorne auf einem besseren Platz. Aber du, wenn man hier kurz vor dem Ziel verkackt, dann vom ersten auf den fünften Platz liegt. Ich kann mir vorstellen, man ist extrem salty. Vor allem bei dieser Map, die irgendwie so 8 Minuten lang geht, kann ich mir gut vorstellen, wie aufs übelste salty man dann ist nach der Fahrt mit dieser Runde. Also nach der Runde. Ich kann mir das sogar mehr als nur vorstellen. Kann das sein, dass die Frage ist, dass die Box verkehrt rum sind? Die irgendwelche Fakes-Boxen sind, wie ich gerade gesehen habe, oder Vertauschmeister? Ja, wenn ja, hat das Ende das jetzt mal aufgedeckt, das Geheimnis mit den Fragezeichen-Boxen. Ich glaube, es ist halt echt so. Aber man muss halt gutes Auge dahin haben, weil sonst erkennt man diese Saftzeiße halt einfach nicht. Und ja, ich glaube, es könnte diese Runde tatsächlich Erster werden. Etwas, was in diesem Spiel eigentlich, abgesehen von dem ersten Cup, so gut wie möglich ist für mich, weil ich in diesem Ableger A nicht so viel Geld besetze, was ich anfangs an schon gesagt habe, und B es halt im Insgesamten einfach mehr oder weniger besoffen ist. Steuerung, Layout, was man sieht, und damit will ich, ach du heilige Bimba mir, das Game nichts lässt drehen, weil es ist wirklich ein geiles Game, keine Frage. Aber ich meine halt bloß im Insgesamten vom Layout und ich will Erster werden. Ich muss jetzt schaffen, irgendwie noch diese Pete zu überholen. Yes! Ich bin eher auf Drogen. Mit diesen Renndrogen schaffe ich das. Erster so werden. Geile Matico! So habe ich mich vorgestellt, liebe Leute. Exakt so. Ich bin Erster. Aber es haut aus dieser Bahn mal an. 8 Minuten 51. Für diese eine Strecke. So, mal schauen, auf welchem Platz mich dieser erste Platz jetzt katapultiert. Immer noch auf den dritten, okay. Aber immerhin, ich bin noch auf der Ehrenplatz. Und mit diesem Outro bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Projekt, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier folgt das Outro.
oder besten noch der Abspann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke für die Interesse mitmachen beim Projekt. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Asmach wieder. Und ciao. Hee hee! I got it!